Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Waffen ins Fluch 5, der Sündenfall. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie unser Abenteuer hier weitergeht mit George und Nicole, dann bleibt einfach dran. Nach meinem Intro erfahrt ihr es. Bis gleich. Ja, okay, da bin ich wieder und ja, sollte ich sagen, auf geht's. Wir nehmen natürlich das hier, genau. Hier sind wir ja stehen geblieben. Jetzt muss ich nochmal schauen, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Wir reden nochmal mit der Nico. Nico hatte vorgeschlagen, wir sollten Hobbs irgendwie auf uns aufmerksam machen. Ah, ich glaube, wir der müssen... Der Müll und der Dreck ließen Nico ziemlich kalt. Sie sah toll aus. Ja. Das ist aber nicht, was wir wollen. Motorblock. Das war der Motor des Wagens. Ja, schön. Und wenn ich hier irgendwas... Batterie. Das war die Batterie des Wagens. Die musste ich irgendwie mit der Hupe verbinden. Das würde niemals klappen. Na, okay. Aber war das nicht irgendwie? Moment. Du musst die Hupen miteinander verbinden. Die eine an die Verkabelung von Armaturbrett anschließen und die andere an die... Ach so, ich muss... Okay. Nutze den Nagelknipser an einem der Kabel, um zwei kürzere zu halten. Okay. Ich schnitt das Kabel in zwei. Ja, jetzt haben wir drei. Okay, das benutze das längere Kabel zum Verbinden der beiden Huben und die Kabelbäume auf beiden Seiten an die entsprechende Hube an. Okay, also benutze das länger zum Verbinden der beiden Huben um die Kabelbäume auf beiden Seiten an der entsprechenden Hupe anzuschließen. Was? Also. Batterie anstimmen. Steht ja nur Motorblock, was ist denn die Hupe? Da ist die Hupe, okay. Das heißt. Langes Kabel. Das Kabel war gerade lang genug, um Hupe und Batterie zu verbinden. Okay. Da war bereits ein Kabel angeschlossen. Aber ich muss doch. Okay, und jetzt? Das würde nie funktionieren. Ah, ich glaube. Das muss dann hier hin, oder? Ich schloss die Kabel aus dem Fahrerhaus an die Hupe an. Alles war verkabelt. Die Hupe hatte Saft. Ha! Na, wer sagt's denn?
Jetzt müssen wir. Okay, jetzt muss es eigentlich funktionieren. Dann wollen wir doch mal hupen, ne? Ich dachte, das müsste Hobbs hören. Halt! Immer langsam mit den beknackten Pferden. Was treiben Sie da mit meinem Wagen? Hallöchen, wir haben Ihre Hupe repariert. Das hört man. Und was suchen Sie in meinem Hof? Lol. Herrlich. Was soll man denn fragen? Restauration. Wo fangen wir denn da am geschicktesten an, ne? Ich störe Sie ja ungern nochmal, Mr. Hobbs, aber... Tja, das hätte besser laufen können. Er strotzt nicht gerade vor Freundlichkeit. Und, ne? Nico. Hobbs will uns also nicht sehen. Sieht aus wie in Detroit hier. Und es wird bald dunkel. Sollen wir abhauen? Nein, wir müssen Hobbs dazu kriegen, uns reinzulassen. Toll. Also nochmal hupen, oder wie? Ich hatte die Hupe ganz gemacht. Es gab keinen Grund, weiter unter der Motorhaube rumzukramen. Ja, ich wollte ja auch hier rein. Dum, 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 dum. Also gut. Dann hupen wir nochmal. Macht ja echt Spaß. Ich beschloss, es nochmal zu versuchen. Zum Kuckuck nochmal! Hände weg von meinem Transporter! Sorry, wir müssen kurz mit Ihnen reden, Mr. Hobbs. Mr. Hobbs, hätten Sie was dagegen, uns ein paar Fragen zu beantworten? Ja. Ja, Sie würden uns ein paar Fragen beantworten? Ja, ich hätte was dagegen, klar? Nicht wirklich. Gut, verschwinden Sie. Dieser Hobbs steht nicht besonders auf Besuch. Irgendwie müssen wir uns doch da reinquatschen können. Ja gut, eine Wache haben wir ja noch. Aber erstmal wieder, ne? Ihr wisst, was kommt. Hupen. Ich beschloss, es nochmal zu versuchen. Ja, George. Sie schon wieder? Was ist denn diesmal? Okay. Guten Tag. Wir würden gern einige Restaurierungsarbeiten mit Ihnen besprechen. Dann machen Sie einen Termin. Jetzt nicht. Hallo? Ein Wahnsinn. Wir müssen da rein und uns mal umsehen. Wir brauchen eine gute Titelgeschichte. Nico. Tja. Wir müssen dringend mit diesem Hobbs reden. Du hast recht. Es ist unsere einzige heiße Spur auf dem Weg zu dem Bild. Ja, toll. Wie mache ich das jetzt? Ich komme ja nicht rein. Ich habe doch jetzt alles dreist versucht. Ich beschloss, es nochmal zu versuchen. Was ist denn? Ich störe Sie ja ungern nochmal, Mr. Hobbs, aber... Och, Mann. Ein Wahnsinn. Wir müssen da rein und uns mal umsehen. Wir brauchen eine gute Titelgeschichte. Ja, haben wir ja schon. Ja. Ich beschloss, es nochmal zu versuchen. Ja, wir haben ja genug Zeit. Was ist denn? Okay, die haben ja nicht funktioniert. Dann... Er würde das nicht sehen wollen. Okay. Ich hatte keine Ahnung, was in dem Brief stand. Es hatte kaum Sinn, mit Hobbs darüber zu sprechen. Was soll ich dann nehmen? Hä? Hallo, Mr. Hobbs. Schauen Sie mal hier. Kein Interesse. Hallo?
Ein Wahnsinn. Wir müssen da rein und uns mal umsehen. Wir brauchen eine gute Titelgeschichte. Gibt's doch gar nicht. Die Tür war versperrt. Durch das Fenster sah ich, dass der Transporter leer war. Hobbs hatte die Mappe mit reingenommen. Das ist doch zum Mäusemelken. Den Brief könnten wir noch versuchen. Also, auf ein neues. Ich beschloss, es nochmal zu versuchen. Was ist denn? Hallöchen, ich wollte Ihnen bloß das hier zeigen. Was immer Sie anbieten, ich will es nicht. Und jetzt gehen Sie. Ein Wahnsinn. Wir müssen da rein und uns mal umsehen. Schon klar. Wir brauchen eine gute Titelgeschichte. Ja. Lol. Ich beschloss, es nochmal zu versuchen. Das gibt's doch nicht, ey. Was ist denn? Ich störe Sie ja ungern nochmal, Mr. Hobbs, aber... Ein Wahnsinn. Wir müssen da rein und uns mal umsehen. Wir brauchen... Ja. Tja, aber da kommen wir ja nicht rein. Ich schlug an die Tür, bis mir das Handgelenk wehtat. Wir mussten einen anderen Weg finden, Hobbs auf uns aufmerksam zu machen. Das Hochklettern an Dachrinnen war nicht so ganz mein Ding. Dafür brauchte ich schon einen triftigen Grund. Okay. Hier draußen hatten wir ja schon alles durchsucht. Moment, was war denn da? Kleinen Moment. Kette, kann ich die nehmen? Ich hätte die Kette nicht sprengen können, das Schloss auch nicht. Na, vorbei. Ich dachte daran, das Schloss mit einer Büroklammer zu knacken, aber das klappt ja nur im Film. Ja, ist klar. Nicht nur im Film eigentlich. So eine dicke Kette bekam ich mit dem Nagelknipser nicht auf. Okay. Mal doch nochmal den Müll durch, aber ich glaube, da war auch nichts. Auch nicht. Entschuldigung, auch nichts weiter drin. Der große Müllcontainer war voller Schrott. Mehr nicht, okay. Ein Haufen Farbe, Draht und anderes Zeug. Oh, nee. Weiter gab es nichts Interessantes. Weiter gab es nichts Interessantes. Okay, was gab's da? Weiter gab es nichts Interessantes. Was haben wir denn jetzt? Wir haben doch gar nichts genommen, oder? Ich komme nicht weiter. Gibt's denn das? Ich beschloss, es nochmal zu versuchen. Ja, zum jetzt auch schon x-ten Mal. Was ist denn? Ich störe Sie ja ungern nochmal, Mr. Hobbs, aber... Kann doch nicht wahr sein. Ein Ja. Wir brauchen...
Ja. Ich habe jetzt alles ausprobiert, das gibt's doch nicht. Gucken wir noch mal. Also war es ja gar nicht mal so. Ich beschloss, den Brief zu öffnen. So, wird ein Sehr Schuh draus. geehrter Mr. Hobbs, mit heutigem Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihnen aufgrund vergangener Vorkommnisse keine Modelle mehr schicken. Dann war von Hobbs Launen und den anderen Anschuldigungen die Rede, von denen auf einige in gewissen, weniger aufgeklärten Ländern noch immer die Todesstrafe steht. Interessant. Könnte sich als nützlich erweisen. So, na jetzt war doch vielleicht ein Schuh draus. Ich beschloss, es nochmal zu versuchen. Okay, jetzt muss er aber mit uns reden. Der gute Mann. Was ist denn? Ja, mein Freund. Tag, Mr. Hobbs. Wir kommen von der Modellagentur. Wurde aber auch Zeit. Meine Frist drängt. Kommen Sie rauf. Naja, was sagt's denn? Komischer Typ, aber naja, okay. Wird auch Zeit, dass Sie auftauchen. Hallo, Mr. Hobbs, dürfte ich vielleicht... Schnauze, Fury. Keine Zeit für Gequassel. Hinter dem Paravent können Sie sich ausziehen. Ausziehen? Sowas abgemacht. 20 extra, weil ich sie ohne Klamotten brauche. Das Atelier war ein Eiskeller. Sie müssen sich nicht ausziehen, Schätzchen. Ich habe eine lebhafte Fantasie, die wird genügen. Ach, was soll's. Pflanzen Sie sich da drüben auf den Teppich und machen Sie mir die Belle Epoque-Schlampe. Okay, die macht's auch noch. Allerliebst. Genauso bleiben. Nico sorgte prima für Ablenkung. Mir musste nur noch was einfallen, wie ich an die Mappe rankam. Richtig. Oi, was soll denn das werden? Oh, sorry, ich wollte mir bloß ein paar Ihrer Bilder ansehen. Sie sind sehr gut. Ich weiß. Und diese Mappe ist privat. Fürs Gaffen werden Sie hier nicht bezahlt. Runter mit den beknackten Klamotten. Sorry. Okay. Naja, wir probieren mal was. Ich wollte mich nicht setzen. Es war Zeit zu handeln. Ja, schön und gut, aber... Eine ganze Reihe Schnapsflaschen, alle leer. Whisky. Hey, ich bin noch nicht fertig. Ist ja gut. Das dürfte er ja eigentlich nicht mitkriegen. Ich sah keine Veranlassung, hinauszugehen. Oh, Thermostat, das könnte vielleicht für Ablenkung so. Hey! Finger weg von dem Ding! Die Heizung zieht zu viel Strom. Das verkraftet das Netz hier nicht. Sorry. Ach Mann. Ich drehte das Thermostat wieder runter. Wäre natürlich perfekt gewesen. Nein. Nicht schon wieder. Wahrscheinlich muss ich hier auch wieder Kabel einsetzen. Wow, eine alte Bolfson-Wang-Anlage. Sowas hatte ich ja ewig nicht mehr gesehen.
Die Stereoanlage war aus. Am Lautstärkeregler zu drehen, würde nichts bringen. Okay. Klick. Ich drehte die Lautstärke etwas auf. Ich drehte die Musik wieder leiser. Nein. Ich mach lauter. Drehte die Lautstärke etwas auf. Stört den gar nicht. Aha. Da kommt man wahrscheinlich auch nicht weiter. Meine Güte, das ist doch George Stoppard. Lady Pyrmont, Himmel, Sie sind ja... Nacht? Aber natürlich. Als Muse eines Malers ist man des Öfteren in Pelotas. Also, George, nicht zu schüchtern. Kommen Sie in meine Arme. Der Albtraum hatte begonnen. Ich war gefangen, saß in der Falle, erstickte in Lavendelschwaden. George, Liebster, reichen Sie mir meinen Morgenrock. Es ist so kalt hier. Lol, der arme George. Oi, was soll denn das mit dem beknackten Morgenrock an? Himmel, Herrgott, ich brauche Sie doch nackt. Ich habe eine Frist einzuhalten. Nun, mit solchen Manieren können Sie Ihre Frist vergessen. Und außerdem ist es eiskalt hier drin. Lady Pyrmont und ich waren uns schon mal begegnet. Sie war überlebensgroß in jeder Beziehung. Okay. Lady Pyrmont. Oh, George, seien Sie ein Schatz und sehen Sie nach der Heizung. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Dann drehen wir nochmal am Thermostat. Wir müssen den irgendwie ablenken. Hey! Ich hab doch gesagt, fassen Sie das Thermostat nicht an! Sorry, aber Lady Pyrmont friert und ich dachte... Hören Sie, Mann, ich weiß, es ist arschkalt hier drin, aber die Verkabelung in diesem Gebäude ist uralt. Das haut nur die Sicherung raus. Majestät wird sich dran gewöhnen, dass es ihr die Haare aufstellt. Lady Pyrmont, Mr. Hobbs lässt mich die Heizung nicht aufdrehen. Na, das werden wir ja sehen. Lol. Ach, herrje. Wenn Sie die Heizung nicht höher drehen, verweigere ich die Kooperation. Lady Pyrmont, die Stromkabel hier halten die Belastung nicht aus. Sie wissen doch, wie alte Gebäude sind. Dann erkläre ich diese Sitzung hiermit für beendet. Moment mal, Lady Pyrmont, nicht so hastig. Ich bin sicher, ich kann Sie zufriedenstellen. Schön. Vielleicht fangen Sie damit an, dass Sie George die Heizung aufdrehen lassen. Ach, gut, tun Sie's. Aber vorsichtig, der Strom hier ist temperamentvoll. Sehr nett formuliert. Ich drehte das Thermostat bis zum Anschlag auf. Kumpel? Konnte ich die instabile Stromversorgung zu meinem Vorteil nutzen? Tja, das ist ja die Frage, gell? Ich hatte keine Lust, mich mit der riskanten Verkabelung da drin rumzuschlagen. Okay. Gemälde.
Okay, jetzt sind wir ja schon mal hier oben. Abgeschlossen. Was verbarg sich wohl hinter der Tür? Gute Frage. Soll. Oh Mann, gehen Sie da runter. Sie legen den Strom im ganzen Haus lahm, wenn Sie nicht aufpassen. Wenn der Strom wegbliebe, wäre Hobbs mit Sicherheit abgelenkt. Aber der Aufzug würde kaum das ganze System lahmlegen. Tja. Das heißt, erstmal wieder runter, ne? Wir haben die Stereoanlage an. Tja, was können wir denn da noch? Ich hatte keine Lust, mich mit der riskanten Verkabelung da drin rumzuschlagen. Das Thermostat fasste ich lieber nicht nochmal an. Dann bleibt ja nur die Stereoanlage nochmal. Vielleicht. Auf dem Plattenteller drehte sich eine Platte. Was denn ist das? Ich drehte die Musik wieder leiser. Ich drehte die Lautstärke etwas auf. Mal gucken, was den noch zu sagen hat. Hätten Sie kurz Zeit, Lady Piermont? Für Sie doch immer, George. Wie kann ich helfen? Tja, machen wir doch gleich mal das. Können Sie ein Geheimnis bewahren, Lady Piermont? Ich bin der Inbegriff der Diskretion, wie Sie wissen. Sehen Sie die Mappe da bei Hobbs Tisch? Die müssen wir uns ansehen. Schweig still, mein klopfend Herz. Geben Sie das Zeichen und ich bin Wachs in Ihren Händen. Lol. Wie kamen Sie dazu, für Mr. Hobbs zu arbeiten? Wenn ein Künstler eine helfende Hand braucht, George, ist die meine stets bereit. Und was gibt es Hilfreicheres, als sein Fleisch den sinnlichen Pinselstrichen eines solchen Talents zu entblößen? Wissen Sie etwas über ein gestohlenes Gemälde namens La Maledictio? Oh, ist das wieder eins Ihrer Abenteuer, George? Köstlich. Psst. Mir bebt das Herz, George. Glauben Sie, Wilf hat etwas damit zu tun? Möglich, aber Sie müssen sich normal benehmen, bis wir sicher sind. Ich schweige wie ein Grab, Georgie. Was haben Sie Schönes getrieben seit unserem letzten Treffen, Lady Piermont? Wohltätigkeitsarbeit, mein Junge. Oh, etwas Bestimmtes? Junge Männer, George, so viele wissen nicht, wo es lang geht. Ich leite sie so gut ich kann. Okay. Lady Piermont, wir brauchen Ihre Hilfe. Wie aufregend. Was darf es sein? Eine List? Ein schlauer Schwindel? Es genügt, wenn Sie die Aufzugplattform hinter sich besteigen. Aber gern. Ha, sehr schön. Okay. Ist es gut so, George, Liebling? Perfekt. Bleiben Sie genau da. Genau, weil wir müssen jetzt hoch. Ich hoffe, Nico ist clever genug, wenn der sich umdreht, dass sie die Mappe nimmt. Oh, nicht schon wieder. Na bitte, zurück an die Arbeit. Verdammt. Das wird wieder einer von diesen Tagen. Verdammt, Schnaps ist alle. Ah,
Oh, nicht schon wieder. Okay. Tja, wenn ich jetzt... Warte. Es war zu spät, einen Blick in die Mappe zu erhaschen. Mal überlegen, wir haben doch Whisky. Nochmal die Luft raus, Mr. Hobbs. Klar, von mir aus. Tja, aber... Was machen wir denn jetzt? Kommen wir nicht hier hoch? Die Neko macht das auch nicht. Naja gut, aber wie sehe ich es ja dann auch die Zeit schon wieder rum. Deswegen einmal. Oh, nicht schon wieder. Wir schaffen es ja einfach nicht. Oh, George, lauf doch mal schneller. Na klar. Es war zu spät, einen Blick in die Mappe zu erhaschen. Ja, aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich darf mich jetzt auf jeden Fall ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch sehr gerne ein Like, Kommentar oder Abo da. Dann auch unbedingt die Glocke aktivieren. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Bleibt gesund und ja, natürlich auch noch viel Spaß hier auf meinem Kanal. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Ossizocker Markus. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Yeah!